Hey Oma Rick. Hallo Romrik, danke, dass du dabei hilfst, den Kram auf dem Dachboden aufzuräumen. Mache ich doch gerne. Vielleicht kommst du ja doch noch in mein Testament. Ja. Was haben wir denn da? Ach, eine GameCube. Kann weg. Oh, alte Kindersfotos von mir. Oh. Kann weg. Hä? Romald? Was machst du denn hier? Kann weg. Wasser. Oh, das ist ein Bild von Hitler. Ich denke, darüber brauchen wir nicht reden. Kann weg. Ach, wer weiß. Vielleicht brauche ich es irgendwann mal wieder. Ja. Oma Rick? Nee, das kommt weg. Ach ja, genau wie das Bild von deinem verstorbenen bösen Zwillingsbruder. Ja. Was? Ich hatte einen bösen Zwillingsbruder? Wie ist der denn gestorben? Weggeschafft. Wozu brauchen wir dich schon doppelt? Du schaffst dein Leben auch alleine, da brauchst du dich nicht nochmal. Das ist doch bescheuert. Und sowas wie ein guter böser Zwilling ist nur eins deiner dämlichen Hirngespinste. Ich habe ja doch den Guten beseitigt. Okay, Oma, was hast du mir noch verschwiegen? Ach, sonst nichts Besonderes. Ach, dein Vater, der ist nicht weggelaufen. Der ist auch tot. Bitte was? Wie ist der denn gestorben? Ich hab ihn angezündet, ja. Was? Ach Quatsch, er ist auf der Treppe ausgerutscht. Und dann hab ich ihn angezündet. Also, eingeäschert? Nö, er war nur leicht verletzt. Und ein Hexer. Hab ihn angezündet, ja. Hexer? Er brachte Untersetzer zum Singen. Du meinst CDs? Er hat mir eine Katze gekauft. Und das macht ihn zum Hexer? Ich hasse Katzen. Also, räume jetzt einfach weiter auf und sei mein lieber Enkel für deine alte, schwache Oma, ja? Oma Rick, du verwirrst, schockierst und traumatisierst mich. Es war auch alles nur ausgedacht. Oma Rick, mach sowas nie wieder, okay? Ich weiß doch, dass du die beste Oma der Welt bist. Aber auch der Keller räumt sich bei der besten Oma nicht von selbst auf. Ja, komm. Okay. Ach, fick dich. Was denn?